Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute habe ich ganz aktuelle Einblicke für euch, nämlich von letzter Woche. Da war ich nämlich zu einem Trainingstag bei meinem alten Reitlehrer, beim Christoph. Und ich war so gespannt, was er von Ruby sagt, weil ja, er hat uns jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr live gesehen. Ich bin bei Christoph aktiv geritten. Ja, das ist jetzt so ungefähr schon 10 Jahre her. Und er hat uns damals geholfen von dem, ja, beim Sprung von der Klasse L zur Klasse M. Ja, und jetzt war ich halt einfach mal sehr gespannt drauf, was Christoph zu Ruby sagt, weil Ruby momentan echt eine gute Phase hat. Und nachdem das letzte Jahr ja wirklich so schlecht war mit der Krankheit und alles und wir so viel rumgemacht haben, auch dass er wieder aufbaut, ja, war das für mich schon so ein bisschen, wo ich dachte, mal gucken, was er denn sagt und was auch die anderen sagen. Wir waren auch in einem anderen Stall, wir sind auswärts gefahren und da kennen mich die Leute teilweise auch schon länger. Und ich war so froh, dass es so viel positives Feedback gab, wie gut Ruby aussieht, wie gut Ruby läuft, gerade für das Thema mit seiner Krankheit und auch für sein Alter. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr guckt einfach selbst, macht euch selbst ein Bild davon. Ich war echt super happy mit dem Training und Ruby war wie ein alter Hase und hat sich ganz toll präsentiert. Und ja, genau, das war es eigentlich auch schon zur Vorankündigung. Ihr könnt gespannt sein auf die nächsten Wochen, denn ich habe auch wirklich coole Videos, glaube ich, geplant für euch. Viele auch, ja, so ein bisschen praktisch und theoretisch, was ich ja schon mal angekündigt hatte, war die Ausbildungsskala, quasi die ersten 3 Punkte, Takt, Losgelassenheit und Anlehnung. Da werde ich jeweils ein Video dazu machen, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Und dann gibt es definitiv auch noch Videos zu unserer persönlichen Geschichte. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache mal ein Video mit unseren lustigsten Turniergeschichten und was mir so passiert ist auf dem Turnier in meiner aktiven Zeit. Und dann gibt es noch ein Video auch von Ruby mir, ein Teil aus unserer persönlichen Geschichte, die relativ emotional ist. Und das wollte ich eigentlich heute schon online bringen, aber ich habe es noch nicht geschafft, dieses Video fertig zu machen, weil es wirklich, ja, viele Sachen in mir wieder aufgewühlt hat, die eigentlich, ja, so ein bisschen verdrängt waren. Und deshalb brauche ich für dieses Video einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ihr könnt gespannt sein, was ich da so euch erzähle von einer sehr, ja, schlimmen Zeit, die wir auch schon mal durchgemacht haben. Und ja, ansonsten wird es auch das ein oder andere definitiv Follow Me Around mal wieder geben. Oh, ich werde mir noch ein bisschen was einfallen lassen für euch. Wenn ihr einen speziellen Videowunsch habt, ab in die Kommentare damit. Und ich sage jetzt erstmal viel Spaß mit den Trainingseindrücken und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.